Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt und in diesem Video möchte ich das Connector Admin Tool von Service.health zeigen. Das Connector Admin Tool ist dafür da, um Konnektoren, so wie sie in der Telematikinfrastruktur verwendet werden, zu überwachen. Was man hier sieht ist, ich habe hier einen Connector. In meinem konkreten Fall ist das ein SecureNet-Connector. Wenn ich jetzt auf diesen Connector draufklicke, dann sehe ich, welche Karten aktuell bei dem Connector gesteckt sind. Ich sehe, welche angeschlossenen Kartenterminals es gibt und ich sehe aktuelle Metriken. Und das ist hier wirklich die Besonderheit. Also ich sehe zum Beispiel die Response Times von dem Connector und ich sehe auch, wie viele Karten dort aktuell gesteckt sind. Und was wir jetzt technisch machen ist, wir leiten diese Metriken als Open Metrics oder unter anderem wird es auch als Prometheus Metrics gezeigt, leiten wir das raus. Also hier unten sieht man zum Beispiel die Connector Response Times. Das sind die Antwortzeiten. Und diese verschiedenen Metriken, die überführen wir dann in ein Prometheus. Also wenn man hier reingeht und in Status reinkommt, guckt, dann sieht man hier zum Beispiel bei Targets, dass wir hier unten unser Wildfly, also unser Connector Admin Tool haben. Und diese Metriken können dann verwendet werden, um in einem Grafana diese Dashboards anzuzeigen. Also das sehe ich jetzt zum Beispiel hier oben. Also hier oben sehe ich die Response Time, die untere blaue Linie ist die minimale Response Time, die obere grüne Linie ist die maximale Response Time und die gelbe ist die durchschnittliche Response Zeit. Und das ist jetzt in Sekunden. Das heißt also normalerweise antwortet der Connector so im Schnitt in 100 Millisekunden. Aber es gab auch mal hier, gab es mal so um 9:41 Uhr gab es mal was, wo der Connector aus irgendeinem Grund mal 400 Millisekunden gebraucht hat. Das ist auch ganz normal. Hier unten sind jetzt die gesteckten Karten, die man sehen kann. Hier unten waren es mal 3, da wurde mal eine Karte rausgezogen, dann waren es wieder 4. Und das kann ich für alle Konnektoren machen, die mir zur Verfügung stehen. Eine Besonderheit ist auch noch, dass unser Tool Open Source ist. Das bedeutet also, dass ich selbstständig hier die Metriken hinzufügen kann, die ich jetzt brauche. Hiermit kann man zum Beispiel auch ein Datum von einem Zertifikat überwachen. Das heißt also, dass das, wenn dort Zertifikate ablaufen, kann man darauf hinweisen. Und durch die Standard-Tools Prometheus und Grafana hat man auch wirklich ganz viele Alerting- und Monitoring-Möglichkeiten, wo man ganz, ganz viele Standards verwenden kann und das sich in eine eigene Monitoring-Infrastruktur einbettet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.